Hallo und willkommen auf dieser Videoplattform. Ja, vor der Kamera ein rudimentäres Biwak-Setup bestehend aus Regenponcho, Poncho-Liner und ein paar Bekleidungsstücken. Ja, eigentlich alles, was man vielleicht als Wanderer, Spaziergeher auch dabei hat. Es dämmert hier schon ganz kräftig. In 10, maximal 15 Minuten wird es hier sicherlich komplett finster sein und ich werde hier übernachten. Wie es mir dabei ergangen ist, das erzähle ich euch selbstverständlich morgen. Bleibt also dran. Guten Morgen. Es ist kurz vor 6:30 und hier hat es eine herrliche Morgenstimmung. Schönes Licht. Soll aber nicht drüber hinwegtäuschen, dass es hier ziemlich kalt ist. Also vor einer Stunde, als es noch finster war, hatte es hier plus 9, plus 10 Grad und mittlerweile ist das Thermometer auf circa die Hälfte gefallen, plus 5, plus 6 Grad. In meinem spärlichen Setup, ich muss zugeben, mich fröstelt es ziemlich und ich werde mir hier dann den Tee aufwärmen, den ich gestern Abend übrig gelassen habe. Hier vor der Kamera ein paar Zutaten fürs Essen, das ich mir dann im Anschluss zubereiten werde. Ja, rote Linsen mit ein paar getrockneten Paprika, geröstete Mandeln, Öl, ein paar Gewürze und ja, ich werde dann übers Kochen richten. Ich gebe in diesen Topf zuerst einen Schuss Olivenöl und dann die roten Linsen mit den getrockneten Paprika und natürlich etwas Wasser dazu. Und das Ganze lasse ich dann ein Weilchen quellen, bevor es auf dem Spiritusbrenner gekocht wird. Die Linsen sind durch. Ich werde die jetzt vom Brenner geben und die ein paar Minuten rasten lassen. Hoppala. Vielleicht ein paar Worte zu meinem Biwak-Setup. Das ist ja nicht ganz so alltäglich. Also als Tarpersatz habe ich diesen Regenponcho von der US-Armee benutzt. Ist ein Originalteil. Und die Kapuze wurde ganz einfach an der Schnur hier abgespannt. Ist nicht besonders gut gelungen, habe ich vorhin gesehen. Auf einer Seite hat sie ein Loch und wenn es geregnet hätte, dann wäre hier sicherlich Regen durchgekommen. Ja, unter dem Poncho Unterlagsplane zum Schutz für das ganze Equipment und dann eine aufblasbare ISO, dünne PB-Falt-ISO als Durchstichschutz und hier etwas ungewöhnlich. Das ist eine Nässe-Schutzjacke, Gore-Tex-Jacke vom österreichischen Bundesheer. Hier habe ich die Kapuze reingeklappt und auch die
Ärmel sind reingeklappt, sodass eine Art Sack entsteht hier. Und das ist zugleich der Schutz für den Fußbereich. Kann man auch machen fürs Pimpen von zu dürftigen Schlafsäcken. Also kein Problem. Ja, als Isolationsschicht hatte ich diesen Poncho-Liner mit dabei. Das ist eine sehr, sehr dünne Steppdecke. Man sieht es vielleicht. Wie der Name Poncho-Liner schon andeutet, die kann man in die Regenponchos einknüpfen als Wärmefutter. Sind sehr, sehr leicht. Die haben ca. 600 Gramm und wiegen damit nur ca. halb so viel wie die üblichen Sommerschlafsäcke. Sind natürlich auch nur halb so warm, weil von so einem dünnen Teil, da kann man sich nicht allzu viel erwarten. Für laue Sommernächte tut's das. Ja, zum Schutz für den Oberkörper hatte ich einfach diese Nässe-Schutzjacke drüber gelegt, über den Brustbereich, damit die wenige Wärme, die der Poncho-Liner zurückhält, nicht sofort abstrahlt und ich doch etwas besser geschützt bin. Ja, für den Kopfbereich eine Wollmütze, Beanie, Schemark habe ich mir um den Hals gebunden und ja, um ca. 3 Uhr früh, da wurde es dann derartig frisch, dass ich nochmals im Rucksack gekramt habe und ich habe mir dann eben die dünnen Überziehhandschuhe und ein zweites Paar Socken angezogen. Also ich hatte keine Schuhe an, die standen daneben und kam beinahe die ganze Nacht mit einem Paar Socken durch und daneben morgens dann das zweite Paar drüber. Ja, Körperbekleidung, Cargohose und Fließjacke, ist ganz eine normale Fließjacke und drunter ein Langarm Merino-Shirt. Und das Ganze war ja, zugegeben grenzwertig, also komfortabler Schlaf sieht etwas anders aus. Ja, ich muss zugeben, ich hatte dieses Setup auch einmal ungeplant angewendet. Das war ungefähr zur gleichen Jahreszeit wie jetzt, also Herbstbeginn, Anfang, Mitte September. Und es war ein herrlicher Tag. Ich wollte nochmal raus Biwak machen und habe eben nur leider den Poncho-Liner mitgenommen und habe es völlig unterschätzt. Also da gab es dann Raureif früh morgens. Das ganze Tarp war voller Reif und auch die Umgebung war angeeist. Also das war wirklich eine der kältesten und ungemütlichsten Nächte, die ich je draußen verbracht habe. Also immer etwas abchecken, was ausreichend ist. Und für den Sommer bei plus 15, 20 Grad, da tut es der Poncho-Liner. Und jetzt für die Übergangszeit oder gar für den Winter, da ist sowas grenzwertig bis ungeeignet. Mein Linsengericht riecht schon herrlich exotisch. Ich gebe hier noch ein paar Chiliflocken drüber. Vielleicht ein bisschen viel geworden. Dann das mal kosten. Schmeckt herrlich exotisch und sehr, sehr würzig. Es ist bereits später Vormittag und die Temperaturen sind angenehm, also beinahe 20 Grad. Riesenkontrast zu den 5-6 Grad noch heute früh. Ja, die Jahreszeit schreitet fort und adäquates Gear für einen Overnighter mitzubringen, warmen Schlafsack, Wetterschutz oder vielleicht sogar ein Zelt, das würde ich jedem raten. Ja, ich habe schon wieder zusammengepackt und bin abmarschbereit. Der Rucksack sieht schön zivil aus, da schöpft niemand Verdacht, dass ich hier übernachtet habe.
Und zum Schluss bleibt mir nur noch mein Appell. Geht's raus, bleibt nicht zu Hause sitzen. Diese Videoplattform ist auch noch da, wenn ihr wieder zurück seid. In diesem Sinne, ciao und servus, bis zum nächsten Mal.